Hallo Frau Potsch, schön, dass Sie da sind. Sie sind ja auch, wir sind zu dritt mal wieder. Das ist so eine Konstellation, die wir jetzt immer wieder mal haben, seit wir einen goldenen Hölderlin hier sitzen haben. Und das ist irgendwie auch natürlich irgendwie Ihr, der Hölderlin, der gehört ja auch zu Ihnen oder umgekehrt, Sie gehören zu Hölderlin. Sie sind die Leiterin des Hölderlin-Turms hier seit 2019, habe ich gerade erfahren, genau. Und sind verantwortlich für das Museum, für das Programm. Und eigentlich hätten Sie jetzt ein wahnsinnig volles Jahr hinter sich. Hölderlin-Jubiläum, jeden Tag was mit Hölderlin, dann kommt Corona. Wie geht es Ihnen damit? Erstaunlich gut. Ja, doch erstaunlich gut. Ich weiß nicht, ob ich dieses Jubiläumsjahr hätte in der Form, in der es geplant war, stattgefunden, jemals überhaupt überlebt hätte. Das war ja wirklich ein Mammut und es gab wahnsinnig viele Ideen und Projekte, auch wirklich, ja, erstaunlich und überraschend viel, was eben auch nur mal wieder zeigt, dass Hölderlin nach wie vor eben, ja, brandaktuell ist und nach wie vor ganz, ganz viele zu unterschiedlichsten Projekten inspiriert. Genau, nun ist das Jubiläumsjahr natürlich ganz anders verlaufen, als wir uns das ausgemalt haben. Ich glaube, wir haben mit vielem gerechnet, als wir vor einem Jahr noch zusammensaßen und das Jubiläumsjahr geplant haben, aber nicht damit, dass es so verlaufen wird, dass wir den Hölderlin-Turm, den wir zum Auftakt des Jubiläumsjahr mit einer großen neuen Dauerausstellung wieder eröffnen wollten, in diesem Jahr mehrmals wieder eröffnen und wieder schließen werden. Das ist natürlich irgendwie alles ja, überraschend gewesen, aber ich bin eigentlich eher erstaunt, wie viel wir dann doch möglich machen konnten, also wie viel da dann doch in diesem Jahr dennoch stattgefunden hat, wie präsent Hölderlin war in, ja, eigentlich der ganzen Welt, Warum aber auch in glauben Sie eigentlich, Thüringen. dass es so gut funktioniert mit Hölderlin? Ich meine, lesen die Leute Hölderlin? Ich glaube jetzt Oder ist wieder. es die Story drumherum oder ist es der schöne Platz? Tatsächlich wieder, glauben Naja, Sie? also ja, bei Hölderlin, da schwingt natürlich immer ganz viel mit. Da schwingt natürlich auch immer noch dieses Bild mit von dem ja, geistig erkrankten Dichter, dem wahnsinnigen Dichter, der natürlich irgendwie zieht. Also da stecken auch viele Klischees dahinter, die nach wie vor ziehen. Aber ich glaube, dass jetzt mit der vielen Literatur, die jetzt auch gerade zum Jubiläumsjahr entstanden sind, die vielen Features, die es im Radio gab, wirklich auch viele wieder angefangen haben zu lesen und vielleicht auch dieses Bild ja von vielen eben wieder überholt wurde und man den doch noch mal mit ganz anderen Augen jetzt gesehen hat. Ja. Ja, also ich finde es wirklich erstaunlich, denn er ist ja nun doch ein schwieriger und auch an vielen Stellen hermetischer. Also, dass man jetzt sagen könnte, so einen ganz leichten Zugang, den man plötzlich bekommen könnte, das ist ja irgendwie doch relativ unwahrscheinlich, oder? Was hat Ihnen denn am meisten leid getan, das nicht stattfinden konnte? Oder vielmehr, vielleicht können Sie auch sagen, was versuchen Sie sozusagen ins nächste Jahr zu retten, weil es so schön gewesen wäre, hätte es stattfinden können? Ja, es waren natürlich irgendwie große Festivals und Ereignisse geplant. Wir wollten zum Beispiel groß schon unseren Garten eröffnet Ja, haben, zusammen stimmt. mit der Wüstenrot-Stiftung, eigentlich in diesem Sommer. Das ist was, was wir eigentlich groß machen wollten und wo wir auch ganz viele Leute zu einladen wollen. Und in diesem Sommer hätten wir es, wenn dann nur, mit ganz, ganz begrenzter Teilnehmerzahl machen können. Deshalb haben wir das gesagt, das wird sozusagen eher ein Highlight des nächsten Jahres, in dem das Jubiläumsjahr jetzt fortgesetzt wird. Und im Juli soll es da nochmal irgendwie einen großen Highlight-Monat geben mit ganz, ganz vielen Aktionen, auch Festivals, die in diesem Jahr nicht stattgefunden haben und jetzt ins nächste Jahr getragen werden. Das wird ein wahnsinnig volles Jahr. Alle unsere Tagungen finden auch statt irgendwie. Ich weiß gar nicht, wie man das nächste Jahr. Also wenn es Jesus sein sollte, dass diese Impfung so zieht, dass alles stattfinden kann. Ich kann mir das gar nicht. Da müssen wir auch zoomen, weil wir dann ständig auf drei, vier Veranstaltungen gleichzeitig sind. Vielleicht darf ich noch mal auch der Arbeit fragen, die jetzt stattfindet, wenn nicht gerade so ein wahnsinniges Jubiläum ist. Denn Sie sind ja eine richtig ausgebildete Museumsspezialistin. Also Sie haben das sogar studiert, Kann man oder so kann man das so sagen, sagen? ja. Also in erster Linie habe ich Literaturwissenschaften studiert, also bin Literaturwissenschaftlerin, aber ich habe eben nach dem Masterstudium dann ein Volontariat in den
den Literaturmuseen am Deutschen Literaturarchiv in Marbach gemacht und habe da 5 Jahre lang gearbeitet, also ganz viel mitgenommen natürlich zu dem Thema, wie stellt man Literatur aus und was kann man an literarischen Originalen, an Manuskripten erkennen, wie kann man mit denen umgehen, wie kann man die ausstellen und zeigen und präsentieren. Aber das gibt es ja jetzt hier überhaupt nicht, da gibt es ja praktisch nichts Originales. Was machen Sie denn? Dann bin ich an einem Ort gelandet, genau, der hauptsächlich Faximiles zeigt, also Kopien. Ja, und Kopien, die Möbel sind auch nicht original und das ganze Ding ist nicht original. Das ist ja irgendwie genau. Schon ein bisschen... Na, aber es wäre ja auch langweilig, wenn man sein ganzes Leben lang nur an einer Frage arbeitet und ist wieder eine neue Herausforderung. Oder ne, man muss irgendwie so ein bisschen umdenken und überlegen, ne, was zeigt der Ort stattdessen. Und das Schöne ist, es entlastet, auch wenn man keine Originale hat, die einem 18 Grad Raumtemperatur und 50 Lux Helligkeit vorgeben, sondern helle Räume, die ganz interaktiv gestaltet sein können, wo die Besucher selber eben viel machen können, ne, auch selber viel erfahren können, Hölderlins Gedichte eben nicht nur anschauen und lesen können, sondern sie auch hören können, ihren Takt spüren können, so wie wir es in der Dauerausstellung jetzt gemacht haben. Mhm. Ja, und jetzt gerade, wo das Museum geschlossen ist, geht digital ganz, ganz viel weiter. Also wir haben in diesem Jahr relativ schnell, schon im Frühjahr, als der erste Lockdown kam, reagiert und zu unserer Sonderausstellung mit Fotografien von Barbara Klemm, die wir eigentlich in diesem Jahr im Turm zeigen wollten, eine digitale Ausstellung gemacht. Also da haben wir ganz schnell umgeschalten, weil wir schon gesehen haben, die werden wir wahrscheinlich nur ganz kurze Zeit bei uns im Turm sehen können. Und dann wandert die nämlich schon weiter. Das ist eine Wanderausstellung gewesen. Und sie war in diesem Jahr, hat die eigentlich relativ gut Takt gehalten. Die waren an allen Orten, nur im Turm war sie eben nur 2 Wochen. Mhm. Und dafür haben wir die digital gezeigt und haben dafür eine Website entworfen. Und die ging dann tatsächlich mit der Ausstellungseröffnung live. Und an dieser Website haben wir einfach weitergemacht. Mhm. Und inzwischen haben wir da Podcasts, wir haben Tutorials zu Hölderlin, die erklären, wie Hölderlin mit seinen Versen arbeitet, mit Silben arbeitet, die aber auch ganz kreativ anleiten zu eigenen Texten, zum Schreiben, zum Rappen, zum Kalenderbasteln und alles Mögliche, genau. Dann haben wir jetzt, weil wir in diesem Jahr eben auch gar nicht wie geplant unsere ganzen Schulangebote machen konnten, haben wir so Online-Kurse entwickelt, die man quasi, mit denen man sich Hölderlin ins Klassenzimmer holen kann und Hölderlin wirklich eben online erkunden kann für Grundschüler bis zur Sekundarstufe 2, also bis zu den Abiturienten. Da lassen wir uns gerade echt viel einfallen also und dadurch auf wird jeden es Fall nicht langweilig. Frustriert. Ja, nee. Ja, das ist ja, also das ist echt erstaunlich, muss ich auch sagen, ist an der Uni ja so ähnlich, dass wir natürlich ohne Corona das nie gelernt hätten, so schnell auf Online-Lehre umzustellen mit allen Nachteilen und Bedauerlichkeiten, dieses mit sich bringt, weil natürlich vor allem auch der Kontakt unter den Studierenden wahnsinnig fehlt, glaube ich. Also merkt man ihn auch an. Aber andererseits ist es natürlich auch irgendwie so, hat so einen richtigen Innovationsschub gegeben. Würden Sie das auch so sehen? Ja, ich würde sagen, das war so ein Tritt in den Hintern in mehrerer Hinsicht. Genau. Ne? Also einerseits Tritt in den Hintern, weil vieles natürlich irgendwie erstmal einem versagt und verhindert ist, was man doch eigentlich so gerne tun würde, aber auch Tritt in den Hintern, weil man dadurch wo ganz anders vorangetrieben wurde. Und ich glaube auch, das sind Dinge, da hätten wir uns so ganz langsam rangetapst eigentlich. Mhm. Und jetzt wurden wir da so richtig reingeschoben. Und auf einmal stehe ich eben auch da mit Kameras, mit Filmschnitt, mit Programmieren von Webseiten und arbeite mich da ein und bin da mit dabei. Kriegen Sie noch eine letzte Frage. Kriegen Sie eigentlich auch Kritik, wenn Sie sozusagen Hölderlin so, schreibt ein eigenes Hölderlin-Gedicht, Hölderlin-Rappen und so. Es gibt ja schon auch relativ strenge Hölderlin-Exegeten oder solche, die Hölderlin beweihräuchern. Das könnte schon, kriegen Sie tatsächlich... Kriegen Sie da auch ein bisschen Gegenwind? Naja, ja. Es gibt natürlich, es gibt die Leute, die ihren Hölderlin nach wie vor auf dem Stöfchen sehen wollen, erhöht. Und die sich auch gegen einen Hölderlin, der dann eben aus Plastik in Massen auf der Stiftskirchentreppe steht, zum Beispiel unglaublich ärgern und sagen, aber das ist doch, den kann man doch nicht in Massen machen, der ist doch keine Massenware, der gehört doch nur uns wenigen, die ihn verstehen. Ich versuche da eher entgegenzuarbeiten und zu sagen,
naja, den kann jeder verstehen, den kann jeder in gewisser Weise doch irgendwo zu packen kriegen. Man muss halt nur irgendwie gucken, von welcher Seite man da irgendwie drauf schaut oder den anpackt. Und mir, also ich komme auch ein bisschen aus dem Bereich Vermittlung und Bildung und Vermittlung, mir ist es total wichtig, eben zu zeigen, wie man Zugang dazu finden kann, also den so ein bisschen auch von seinem Treppchen runterzuholen und wirklich irgendwie allen zugänglich zu machen. Und ich glaube, das, was wir gerade online machen, das beweist, dass man ja wirklich auch schon mit Grundschülern durchaus Hölderlin lesen kann. Also das finde ich ja wirklich bewundernswert. Aber Zugang ist natürlich das Stichwort fürs nächste Jahr. Wir wünschen Ihnen, dass Sie dann auch tatsächlich wieder Leute dann endlich reinkommen und dass Sie ein tolles Sommerfest feiern. Na, also mit uns allen natürlich würden wir dann auch kommen. Hoffe ich auch, ja. Danke, dass Sie da waren. Vielen Dank. Danke auch.